Okay, der Skater von neulich, der war heute mit mir im Bus. Und? Als ich aussteigen wollte, kam er zu mir und meinte, dass er heute nach der Schule da draußen auf dich warten möchte. Aha, warum wohl? Hat er sonst noch was gesagt? Was er wohl will? Oh, da ist ja Lilly. Das muss ich ja sofort erzählen. Okay. Hey Lilly! Ich muss dir was erzählen. Schieß los. Lieber unter vier Augen. Geheimnisse? Ich erzähle euch was. Ich habe heute Nacht etwas so Komisches geträumt. Erzähl! Spuck's raus. Also ich habe heute geträumt, dass Aladdin mit mir und in seinem Teppich um die Welt geflogen ist. Aladdin? Meinst du die Figur aus dem Film? Ja, das kommt wahrscheinlich, weil ich mir gestern Abend den Film angeschaut habe. Okay, und weiter? Nichts, aber wäre es nicht wunderbar, einen fliegenden Teppich zu haben? Lacht nicht! Also Leute, mein Traum war einfach nur cringe. Was meinst du damit? Das wollt ihr nicht hören. Ich bin schweißgebadet aufgewacht. Erzähl, ich will jedes Detail hören. Also, ich war da in so einem komischen Land. Mit so komischen kleinen Dingern. Wie nennt sich das jetzt? Guten Morgen, Paul. Würdest du mir bitte einen Gefallen machen? Ich habe die Hausaufgaben vergessen. Kann ich sie bitte bei dir abschreiben? Ich warte noch auf Simon und Alex. Alles klar, dann frage ich jemand anderen. Tut mir leid. Schon okay. Du solltest ihn aber auch nicht immer abschreiben lassen. Warum nicht? Ich meine, er ist mein Freund. Gehen wir am Freitag zusammen auf die Klimademo? Ich finde es nicht sinnvoll. Aber irgendwas muss man doch tun. Ich wäre dafür, dass wir gegen die Firmen protestieren. Oder wir machen einen Boykottaufruf. Mit Schuldzuweisungen kommt man nicht voran. Gehen wir rauf? Kommt ihr mit? Ja. Geht es dir gut? Ja, warum? Keine Ahnung, du schaust traurig aus. Kommst du mit mir zu den anderen? Nein, danke. Ich bleibe lieber hier. Einen Moment für mich. Okay, kein Problem. Bis später. Hi, Bilal. Hi, Valentina. Bist du gut gelaunt? Ja, das bin ich. Ich könnte die ganze Welt umarmen.
Was hatte die wohl zum Frühstück? Hab heute im Bus zwei Jungs gesehen, die sich küssen. Echt? Ich finde es süß. Ich weiß es nicht recht. Ich finde es ein bisschen merkwürdig. Guten Morgen, Mädels. Ist das Leben nicht wunderschön? Ich bin heute mit dem rechten Fuß aufgestanden. Das merken wir. Habe ich euch unterbrochen? Über was habt ihr gerade gesprochen? Hab vorhin zwei Jungs gesehen, die sich küssen. Was denkst du darüber? Ach, solange sie mich nicht küssen. Scherz beiseite. Liebe ist Liebe und wo sie hinfällt, weiß man nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier ein Mädchen küssen könnte. Musst du ja auch nicht. Mist, ich bin zu spät! Nein, du bist nicht zu spät. Da bin ich! Na endlich! Alex, wo ist denn Simon? Ich weiß nicht. Hab ihn vorhin im Bus getroffen. Ich dachte, er wäre schon hier. Er wird wieder zu spät kommen. Ja, wie jeden Tag. Wie oft haben wir ihm schon gesagt? Er soll nicht trödeln. Oft genug. Komm. Bella, was ist mit dir? Ach, nichts. Oh, hi, Bella. Ist da irgendwas? Ist da irgendwas? Nee. Sieh mal da, Carolines Flasche ist hier. Lass sie uns holen. Dann gehen wir. Okay. Wir protestieren nicht nur gegen den Klimawandel, sondern auch gegen den Black Friday. Die größte Rabattschlacht, zu viel Konsum, zu viel Kommerz. Wenn wir uns alle ein wenig einschränken würden, dann bräuchten wir auch keine Demo. Aber Menschen sind wie so oft widersprüchlich. Ja, du hast recht. Shit, ich habe meine Wasserflasche vergessen. Ich komme gleich. Beeil dich, sonst kommt der Geist und holt sie sich. Glaubst du jetzt vielleicht an Flaschengeister? Üblicherweise nehmen die keine Flaschen mit. Du hast von den Vorfällen in der 1A und der 1B gehört? Ja, natürlich. Wer nicht? Drei Stockwerke, ich kann nicht mehr. Jeden Tag,
dasselbe Theater. Stell dich nicht so an. Wo ist Aladdin, wenn man ihn mal braucht? Mit dem fliegenden Teppich wäre ich in 0, nichts um. Träum weiter, Lilly. Oder warte auf unseren Schulgeist. Hör auf, die Geschichten machen mir Angst. Sie hat recht, darüber sollten wir nicht scherzen. Überraschungstest? Nein, glaube ich nicht. Und wenn doch? Heute ist mir alles egal. Bei ihr spielen die Hormone verrückt. Aha. Glückshormone, Ellen. Glückshormone. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Schiebmann! Und der Jusse weiße Licht sprach von Thursday, Friday, Sonntag. Alex, warte auf mich. Ich verstehe ihn einfach nicht. Sie haben so einmal gesagt, dass sie nicht mehr so. Ist das schon? Das geht mir. Wo steckt eigentlich die Lehrperson? Zu spät. Ist nichts Ungewöhnliches. Wo sind Carolina und Simon? Caro kommt gleich. Und Simon ist? Ja, zu spät wie immer.
Julia, ist alles okay? Mhm. Sie geht nicht auf! Habt ihr das gesehen? Was geht hier ab? Oh. Oh mein Gott. Atme. Was zum Henker? Ich fass es nicht. Ich will heraus, ich will heraus, ich will heraus. Das Fenster geht auch nicht auf. Alles in Ordnung mit dir? Ich habe Angst. Wir müssen Ruhe bewahren. Lilly? Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Was passiert hier gerade? Seht! Wie ist denn das möglich? Was hat das zu bedeuten? Wie? Seamus? Geht's? Hier los. Ich will hier raus.
Hilfe! Hallo! Hilfe! Kann es denn keiner hören? Hallo! Kann uns denn keiner hören? Schönes? Ja, geht schon, geht schon. Bella? Was ist hier los? Was zum Teufel treibt ihr da? Was ist hier passiert? Wo sind Bella und Magdalena? Oh mein Gott, sie sind verschwunden. Sophia! Herr Lexur, ich
kann Ihnen nur sagen, ich weiß nicht mehr, wo ein und wo aus. Ich bin im ständigen Kontakt mit den Behörden und selbstverständlich auch mit den Eltern. Ich mache mir Sorgen um das Wohlergehen der Schülerinnen und Schüler. Verstehen Sie das? Ich mache mir Sorgen. Ganz besonders nach diesen Vorfällen in der 1a und in der 3a bin ich völlig beunruhigt. Ich gestehe Ihnen ein, ich gedenke, die Schule zu schließen. Herr Letzur, was geht hier vor? Etwas sehr Merkwürdiges, Frau Direktor. Etwas sehr Merkwürdiges. Ich dachte zunächst an einen ausgeklügelten Streich der Schüler, aber das war es nicht. Ich würde vorschlagen, wir holen uns einen Experten. Woran denken Sie? Nun, einen, der sich mit besonderen Dingen auskennt. Sie meinen, ja, ich weiß nicht recht, Sie meinen einen... Naja, einen Parapsychologen, einen Spukforscher. So weit ist es also gekommen. Das möchte ich mit dem Direktionsrat besprechen.